Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Die Sims 2 und unseren Neumanns. Ich konnte es nicht mehr aushalten. Ich wollte unbedingt zurück hier zu unserem lieben Garrett, zu unserer hochschwangeren Gina und Marcel, ja, dem Schurken, der das Ganze verursacht hat. Aber an sich freue ich mich eigentlich mega, dass er es getan hat. Und umso mehr freue ich mich jetzt auf den Nachwuchs. Und ja, ich dachte, Greta und Guido können wir auf jeden Fall auch noch später hierher holen. Jetzt muss Garrett erstmal dringend seine künstlerischen Kräfte hier vervollständigen. Ach ja, und dann sind wir einfach mal aus der Wohnung geflogen. Auch gut. So, ja, wir warten jetzt im Prinzip eigentlich nur noch auf den Tag der Tage, dass es hier endlich mal voranschreitet. Und so werde ich jetzt auch mal die Geschwindigkeit hier ein bisschen, voranschreiten lassen. Garrett, der malt hier gerade noch sein Bild und ja, müsste eigentlich auch gleich bald mal schlafen gehen. Ich habe auch irgendwie beschlossen, dass wir hier bei Marcel ihm einen neuen Job suchen. Weil wir verdienen momentan so exorbitant viel Geld und wir haben irgendwie nichts dafür getan. Ich denke mir, wir können da ruhig mal einen neuen Job suchen. können wir eigentlich auch gleich mal machen, wenn wir hier wach geworden sind. Weil das dauert ja nicht mehr lange. So, da wird auch schon aufgestanden. Jetzt haben wir es 2 Uhr morgens. Ich glaube, wir lassen Garrett jetzt auch mal eine Runde schlafen gehen, oder? Da kann er dann das nächste Mal weitermalen. Aber erst einmal ein bisschen schnubbeln. So, mein lieber Marcel, wie sieht's denn aus jetzt hier bei der Jobsuche? Abenteuer. Ja, Abenteuer ist an sich ja auch nicht verkehrt, ne? Da können wir auf jeden Fall mal weiter drauf gucken. Mal gucken, ob wir das am Ende vielleicht nehmen. Geheimdienst wäre auch vielleicht ganz cool, oder? Wenn wir jetzt so in den Geheimdienst wechseln. Weil so vom Sportler her sind wir ja eigentlich auch ganz gut dabei. Wie ist unsere Simologie so? Wir sind extrovertiert. Okay, wir sind nicht besonders ordentlich. Ja, zum Tanz müssen wir jetzt nicht vielleicht auch unbedingt, wie unsere gute Gina. Aber ich glaube, Geheimdienst fände ich eigentlich ganz cool. Obwohl Gesetzeshüter ja natürlich auch nicht schlecht wäre, jetzt so mit unserem sportlichen Know-how. Wäre es vielleicht auch nicht verkehrt. Jetzt bin ich hin und her gerissen. Was machen wir denn jetzt? Und dann haben wir noch Wirtschaft, aber ich glaube, Wirtschaft ist dann irgendwie ein bisschen zu normal. Und auch vom Verdienst her könnten wir mit den anderen einfach viel mehr verdienen. Ha, Geheimdienst oder Polizist? Polizist war jetzt irgendwie was mit 500 irgendwas. Wir wollen ja eigentlich weniger verdienen. Okay, Abenteuer. Abenteuer fände ich irgendwie wichtige Sim-Persönlichkeit. Abenteuer fände ich eigentlich aber auch cool. Und dann sind wir nicht so beim... Komm, wir nehmen mal Abenteuer. Ich finde Abenteuer auch total super. So, wir machen Abenteuer. Jetzt verdienen wir nicht mehr so exorbitant viel Geld. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. So, wir schalten das Ding mal aus. Brauchen wir irgendwo Fähigkeiten? Nee, die haben wir alle schon. Das passt also perfekt zu uns. Wann müssen wir arbeiten? Heute jedenfalls nicht. Auch gut. Dann machen wir das wieder am Donnerstag. Ja, in der Zwischenzeit würde ich sagen, können wir mal die Toilette aufsuchen, eine Runde duschen gehen und ja, auch mal das Aquarium hier sauber machen. Da haben wir auf jeden Fall was zu tun. Gina muss noch weiter schlafen. Und die anderen auch. Dann bleiben wir jetzt hier mal bei Marcel. So, lieber Marcel. Freunde bräuchtest du. Da können wir rein theoretisch ja mal ein bisschen mit Buddy quatschen. Wie geht's Buddy so? Buddy hat Harndrang, aber das lässt er momentan noch nicht ganz so zu. Auch in Ordnung. So, sauber gemacht werden muss das Ganze noch nicht. Da wird fleißig geschrubbt. So, das Ganze können wir rein theoretisch mal recyceln. Ja, komm, wir recyceln das mal. So, Buddy ist satt. Geht Buddy jetzt irgendwo pieseln? Perfekt. Auch nach draußen. Buddy, ich bin so stolz auf dich. Da können wir Buddy glatt mal loben. Loben für draußen Geschäft verrichten. Los geht's. So, Buddy kommt auch schon wieder rein. Buddy, hallo? So, wir gehen wieder rein. So, die Rechnung haben wir auch bezahlt. Perfekt. So, da haben wir fleißig gelobt. Liebhaben. Wir können auch mal eine Runde Leckerchen geben. So, was ist da? Geht's um Gina? Oh mein Gott! Gina! Oh nein! Gina hat sich ins Höschen gemacht. Oh, sie hätten sie vielleicht aufs Klo schicken sollen. Gut, wir gehen dann mal eine Runde duschen. Und ja, wir sind eigentlich noch voll entspannt hier. Wir können ja dann noch gleich mal was essen gehen. Ach, Menno. Das war ja nicht so gut, arme Gina. Ich überlege gerade, nehmen wir uns hier auch noch was zu essen? Könnten wir rein theoretisch tun. Wollen wir einen Pool haben? Wir wollen auf jeden Fall schwimmen gehen. Aber rein theoretisch könnten wir uns auch einen Pool gönnen. Noch haben wir auf der anderen Seite Platz. Oder hier hinten haben wir auch Platz. Eigentlich ist das Grundstück ja echt groß. Wir können ja auch mal... Na komm, Müsli kann ja nicht schaden. Das kriegen wir doch hoffentlich hin. Dann haben wir hier auch ein Frühstück am Start. So, Gina kommt dann auch gleich runter. Dann können die beiden sich wenigstens unterhalten. Und hier wird auch noch ein bisschen geschlafen.
Bin mal gespannt, was wir noch so im Kühlschrank haben. Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Ach Mensch, der ist ja eigentlich bis oben hin voll. Dann nehmen wir hier mal die Omelettes raus. So, in einer Stunde fährt die Fahrgemeinschaft für Garrett. Wir können dann hier mal gleich die ganzen Reste weglegen. Steht Garrett schon auf? Nee, Garrett schläft hart weiter. Aber weißt du was, Garrett, wir lassen dich mal trotzdem aufstehen, damit du dich hier mal ein bisschen frisch machen kannst. Dann kannst du das mal essen. Und Gina, ich glaube, sie wird jetzt hier auch nicht von satt. Ich glaube, sie muss sich hier noch einen Teller nehmen. Oh, hier kommt schon wieder... Nee, nein, Essen. Da kommt die Fahrgemeinschaft. Wir gehen mal danach zur Arbeit. So, Moment. Jetzt habe ich hier gesagt, sie soll noch mal einen Teller nehmen. Aber ich glaube, schlauer wäre es, wenn wir dann einfach mal uns hier ein bisschen mit Marcel beschäftigen würden. So, komm, lass jetzt mal den Teller da stehen. Was haben wir denn gerade hier für Depressionen? Hä? Okay, wir waren da gerade irgendwie ziemlich am Nichtstun. So, weil Garrett hat jetzt keine Zeit zum Quatschen. Oh nein, hat er schon die Arbeit verpasst? Na schön. Das ist ja ganz toll. Mann. So, gab es nicht mal irgendwann so ein Schild, wo ich jetzt zur Arbeit gehen konnte? Ich bin untröstlich. Mann, ich will zur Arbeit. So ein Quark, hier zur Arbeit gehen. Mann, Garrett, was machst du denn? Da hat ihm Gina so voll gelabert, dass gar nichts mehr ging. So, wir nehmen uns einfach nochmal hier das Essen und essen ein Stück. So, dann nehmen wir uns mal einen Teller. So, und Marcel kann hier mal sauber machen. So. Und dann können wir hier schon mal die Teller wegräumen. Dann passt das hier vom Timing echt gut. So, das muss hier auch mal weg. Das kann auch abgespült werden. Ach, Marcel, so ein guter Verlobter. Sind wir eigentlich mittlerweile verlobt? Ja, wir sind verlobt. Ich war mir gerade nicht mehr so sicher. Gut, wir brauchen immer noch ein bisschen Spaß. Freunde ist jetzt voll, aber Spaß ist so, wo ist ein Buddy gerade? Buddy ist draußen. Dann können wir rein theoretisch mal ein bisschen mit Buddy spielen. Toben wir einfach mal eine Runde. Dann steigt der Spaß auch. Das finde ich auch immer wieder sehr schön. So, dann räumen wir das hier mal weg. Wurde das jetzt hier als Haustür? Wow, okay. Dann recyceln wir hier einfach mal alles. Das kriegt Gina auf jeden Fall hin. Kann ich das nicht als Haustür festlegen? Warum ist das denn jetzt die Haustür? Manchmal muss ich Sachen nicht verstehen, oder? So, wir geben hier nochmal ein Leckerchen. Und dann spielen wir mal noch eine Runde. Weil der Spaß sollte mal ein bisschen hochgehen. Sehr schön, das läuft ganz gut. Könnte wiederum besser laufen, aber an sich läuft es ganz gut. So, Gina, mach mal die Pfütze hier weg. Nachher rutscht da noch jemand drin aus. Ist Stöckchen holen vielleicht effizienter? Irgendwie ist das nicht besonders effizient gerade. So. Einfach mitten in den Weg, so, weißt du. So, da hatten sie dann plötzlich auch keinen Bock mehr. Gut, dann recyceln wir das jetzt. Auch okay. Und dann sollten wir mal gucken, ob wir vielleicht einfach nochmal irgendwie ein bisschen spielen können, damit unser Spaß steigt. Können auch mal Hände klatschen spielen. Okay, der Spaß steigt, aber so richtig, obwohl es geht. Bei Gina steigt er jetzt eigentlich ganz gut. So, wir kitzeln mal noch eine Runde. Dann können wir auch mal hier beim Baby mit dem Bauch reden. Das bringt zwar nicht viel Spaß, aber ist einfach wunderschön. So, dann noch mal eine Runde kitzeln hinterher. Perfekt. So, das hat irgendwie nicht mehr so viel Spaß gemacht. Wir machen einfach nochmal Hände klatschen. Vielleicht hilft das besser. So, wir müssen mittlerweile auch schon wieder dringend auf Toilette. Das können wir ruhig mal tun. So, und hier wurde das Loch gegraben. Komm, wir können mal nach einem Schatz graben. Mal gucken, ob was dabei rumkommt. Ich bin gespannt. Buddy, rück mal ein Stück. So, nochmal nach Schatz graben. Mal gucken, was passiert. Wow. Wir haben die Wasserleitung getroffen. Auch eine mega gute Sache im Winter. Das ist mal richtig schön. So, und runter aufwischen. Ja, gut. Ab ins Bett, Gina. Du bist sehr müde. Du solltest schlafen, glaube ich. Ist, glaube ich, ein guter Plan. So, Buddy können wir mal wieder eine Runde waschen. Da tun wir auf jeden Fall was Gutes. Dann können wir auch mal die Toilette sauber machen. Obwohl, vielleicht sollten wir sie vorher einfach mal benutzen. Hey, yo, Buddy, wir wollen nicht waschen. Buddy, keine Mätzchen. Wir wollen dich waschen. Komm mal und lass dich waschen, mein Kumpel. So, danach gehen wir auf Toilette. Wir machen die danach sauber, gehen danach duschen. Und dann geht's uns allen gut. So, Buddy, fühlst du dich sauber? Sehr gut, Buddy fühlt sich sauber. Hier ist alles gut. Gina ist im Bett angekommen. Perfekt. Dann gehen wir auch noch duschen. Wir machen sauber. Wir wischen auf.
Wir haben wirklich, wirklich viel zu tun. Oh, und in einer Stunde kommt für Buddy die Fahrgemeinschaft. Und ja, Garrett hat echt nicht wenig Geld verdient, ne? Ich bin glatt ein bisschen stolz. So, die können wir mittlerweile auch sauber machen. Und dann können wir uns auch mal was zu essen schnappen. Garrett, vielleicht schaffst du es noch ans Telefon zu gehen. Ich bin gespannt. Wir eilen. Wir wollen noch mit irgendjemandem telefonieren. Okay, da war auch schon aufgelegt. Dann rufen wir einfach mal im College an und telefonieren mal mit Gerd oder so. So, nur plaudern. Los geht das wilde Telefonat. Und dann rennen wir wieder irgendjemandem in den Weg. Das können wir einfach richtig gut. Nee, ist ein Müsli. Komm, wir nehmen mal hier die Spaghetti. So. Dann rufen wir mal unsere Schwester an. Nehmen wir mal die Greta. Machen wir mal in der Reihenfolge, wie es da unten ist. So, da plaudern wir auch schon fleißig vor uns hin. So, und jetzt wollen wir immer noch mit unserer guten Georgia telefonieren. Dann machen wir das mal auch noch. So, Marcel ist fertig mit Futtern. Dann räumen wir weg hier, mein Guter. Ja, genau. Furz doch erstmal fett. So, hier Georgia, plaudern, los geht's. Und das Baby kommt. Hihi, voll gut. Können wir jetzt schlafen? Nur so eine Frage. So, wir telefonieren auf jeden Fall noch und freuen uns, aber sollten jetzt mal nach oben laufen. So, wir sind dabei. Oh, 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 das Baby, oh, es sind zwei Babys. Oh, wie gut. Oh, es werden Zwillinge. Oh, ich bin mega gespannt. Voll laute Musik und so. Oh. Hallo, kleines Baby. Oh, sieht aus wie Gina. Oh, Bengelchen und Bengelchen. Zwei Jungs. Oh. Da wird das eine Baby schon weitergegeben. Komm, ich spanne mal durchs Fenster. Ui, und noch ein Baby. Voll gut. Oh, wie schön. Oh. Okay, dann können wir ja hier gleich auch mal was machen, wenn alle da sind. Aber wir müssen noch einen Namen geben. Ach je, wir haben uns jetzt gar nichts richtig hier an Namen überlegt gehabt. Oh, ich habe so viele Namen gelesen gehabt. Was hattet ihr denn alles an Namen? Ich habe mir das nicht aufgeschrieben, beziehungsweise ich habe mir das schon aufgeschrieben, aber das liegt gerade an meinem anderen Schreibtisch. Oh, so ein Ärger. Das mache ich ja auch liebend gern. Ich lösche das weg und dann bleibt da Ben und Bob. Das sind Ben und Bob. So, richtig schöne Namen. Dann fängt das hier bei Gina jetzt alles mit den B-Namen an. Wir nennen sie Ben und Bob. Ich find's gut. So, dann kümmern wir uns mal um Ben und Bob. Hier haben wir Bob. Okay, Bob ist der Jüngere. Wir spielen mal mit Bob und dann knuddeln wir Bob mal. So, und dann können wir auch mal Ben eine Runde knuddeln und mit Ben eine Runde spielen. Oh, machen wir jetzt gerade mit Garrett. Ich dachte, wir machen das mit Marcel. Aber Marcel muss eh schlafen. Gute Nacht. Dann passt das hier ganz gut. Kinderzimmermäßig haben wir noch gar nichts gewuppt, ne? Haben wir richtig gut hingekriegt. Ich überlege gerade. Ich glaube, wir werden mal das Zimmer hier umgestalten. Das war ja vorher auch das Kinderzimmer gewesen. Jetzt setzen wir es einfach wieder in den Ursprungszustand zurück. Ich überlege gerade. Ich glaube, das Bett, wenn noch genug Platz ist, würde ich das Bett sogar gerne drinnen lassen. So nach dem Motto, hey, wir sind da, alles wird gut. So, hier kann das noch mit drin. Dann haben wir jetzt hier das Bett an der Stelle. Hier nur die Stange, die kann da auf jeden Fall mal raus. Die muss da jetzt nicht unbedingt weiter. Was haben wir hier dran? Einfach nur ein Bild. Okay, ein Bild ist für mich keine Ausrede. Ich mach mal Move Objects an. So. Und dann passt die da auch hin, dann ist das auch super. So, Dalle. Kindersachen. Gott sei Dank haben wir ein bisschen Geld angespart. Wir können uns jetzt auch tatsächlich mal ein Babybett und so leisten. Vor allem, wir brauchen gleich wieder alles doppelt. Wisst ihr, was ich meine? Das ging jetzt hier gerade ein bisschen plötzlich. So, wir machen hier wieder alles in weiß-blau, wie es vorher auch war. Dann passt das, glaube ich, ganz gut. Dann können wir die beiden hier auch schön nebeneinander stellen. Und ja, dann brauchen wir eigentlich erstmal nur noch einen Wickeltisch. Dann ist das hier mit dem Zimmer, glaube ich, schon mal ganz gut geklärt. Und wir haben Schlafplätze. Oh nein, was haben wir hier? Windel wechseln? Oder haben wir gar keinen Bock drauf? Okay. So, liebe Gina, was möchten wir denn hier machen? Über Erziehung lernen. Okay, das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Ach, mit Buddy wollten wir uns auch anfreunden. Wollten wir unseren Job noch wechseln? Ach ja, wir wollten ja die ganze Zeit gucken, ob wir Koch werden können. Ich erinnere mich da. So, und was haben wir hier?
Wir müssen dringend mal duschen. Das Baby hat uns ein bisschen vollgespuckt. Ja gut, dann würde ich sagen, bringen wir das Baby hier einfach mal ins Bett. Wen haben wir gerade? Ben haben wir. Dann legen wir Ben mal da rein und Bob kommt gleich daneben. Sodale. Dann schauen wir mal, wann die beiden Hunger bekommen. Und in der Zwischenzeit können wir hier mal eine Runde duschen gehen. Und ja, ich denke mal, Garrett kann hier unten mal das Bad einnehmen und sich mal komplett waschen. Und ja, wie es hier weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen. Dann hoffentlich bis zum nächsten Mal und ciao!